Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Shield Wonderlocke. Und hallo und gutes neues Jahr, frohes neues Jahr. Und das nehme ich jetzt mal auf. Eine Prachtfeder. Wir haben ja jetzt Fahrrad. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Jahr gerutscht. Ich meine, neues Jahr reingekommen. Wir wollen nicht viel drüber in den schwarzen Brei rumreden. Wir fahren direkt weiter. Ich fahre in die falsche Richtung, merke ich gerade. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. So, dann fahren wir direkt mal weiter. Und wir sind gleich wieder in Eldegoss drin, ne? Das dürfen wir noch nicht fahren. Wir dürfen aber dann auf der Route 1 fahren. Das ist Eldegoss. Das. Hier, wir gönnen uns. Totale Gönnung. Ich möchte hier ein unsichtbares Pokémon haben. Ich bin in das Ding reingelaufen, richtig hier. Egal, dann fangen wir das und schicken das weg. Wir haben leider noch keine Quickbälle. Für den Schattenstoß sollte das nicht töten. Ah, oh, da kriegen wir sogar noch einen Schattenstoß rein. Mikio ist zwar fast tot, ich soll vielleicht noch mal zum Pokémon Center gehen jetzt. Das glaube ich gerade meine Aufnahme abgestürzt oder so. Ich das auch wieder rein. Ah, egal, erstmal ein Pokéball da. Und das Ding ist drin. Ja. Es war einfach. 18 Sekunden. Und jetzt noch schnell zum Pokémon Center, wo wir hier noch irgendwie in Trouble geraten. Und uns aber schon mit dem Internet verbinden. Weil das ist auch nicht schlecht. So ein bisschen Internetzen hat noch niemandem was geschadet. Immer verbunden. Und weiter geht's. Das nehmen wir natürlich mit. Also, ich dachte, das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir natürlich auch mit. Weil nie genug solche Federn haben. Aus Spaß gucken wir vielleicht heute mal oder in den nächsten Folgen, solange das Neujahrs-Event noch ist, wollen wir vielleicht einen Shiny Gabbador finden in den Raid. Wollte ja eigentlich keine Raids machen, aber. Vielleicht finde ich es nicht. Können wir hier direkt nochmal Lotto spielen? Bock, 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 bock. Karados ist ganz schön nice. Guten Tag. Nein, ich wollte nicht auf meine Boxen zugreifen. Ich wollte ID-Lotterie machen. Vielleicht hätte ich warten sollen, damit bis ich das eine weggeschickt habe. Here we go. Da kann man immer noch von Glück reden. Du hast den vierten Platz gesprochen. Kumomelisch. Ich habe bei meinem Account schon lange nicht mehr gewonnen. Weil ich so viele getauscht habe. Aber erstmal hier einen Zaubertausch. War von ihr. Und du gleich das Yaki. Dann geht's los. Ah, ich bin so froh, dass wir ein Fahrrad haben. Ja. Das ist schon nice. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre ohne Fahrrad. Eigentlich hätte ich kein Fahrrad. Wenn ich so schnell unterwegs. Wir würden ewig brauchen, um über diese Brücke hier zu kommen. Wir brauchen schon ewig, weil ich immer mal wieder was Glitzerndes sehe und dann direkt dahin fahre. Und dann ist sogar unser Tausch abgeschlossen. Dann kriegen wir was richtig Gutes. Hatten die Japaner schon Neujahr? Ah, oh, die haben uns Evoli geschickt. In den Premierball. Wie nice ist das denn bitte? Nice, Evoli. Nachgucken.
Bericht. Ich kann ja nicht die IV nachgucken, aber. Level 1 hat Angsthase. Also keine Hilfe wissen. Das ist doof. Und könnte aber ein interessantes Wesen haben mit Spezialverteidigung hoch, Verteidigung runter. Für bestimmten Evoli, dass man so spielt. Wahrscheinlich nach Tara. Tara ist eigentlich so ein Dauertank, oder? Das ist glitzernd. Oh, das ist ein Pokéball, den nehmen wir uns natürlich mit. Mich einfach endlich auch ausweichen können. Hm. Oh, Boys. Dann zeigen wir ihr doch mal, wo hier der das Hühnchen reinsteckt. Ich habe eine Feuerattacke gebrochen, tatsächlich. Ein Feuer-Pokémon. Wattenstoß. Guck dir das mal an. Wie viel Schaden ist damit anrichte? Ich krieg jetzt kaum Schaden. Das wäre ja so gut, wenn die das nicht genervt hätten. Wir haben so ein Lübicho immer volles HP. Das ist ja schon nice. Die setzen Drang ein, ist das ja ernst? Und dann nützt der nicht mal was. Was witzig wäre, wenn Priority Moves einfach so auch Tränke ignorieren, weil ruckzuck Hieb OP. Gigasauger, wer möchte das erlernen? Die ist ja super strong. 24 schon. Die Arena ist jetzt schon easy gewonnen. Darfst halt nur nicht über Level 30 kommen lassen. Garatos hat gerade Kaskade erlernt, kann das sein? Okay. Oh, hier müsste Schattenstoß ja sogar sehr effektiv sein. Potenzial, das zu One-Hitten. Potenzial angenommen. Ich darf auch nicht mehr jeden Trainer mitnehmen, tatsächlich. Jetzt kommen wir hier noch in Teufelsküche, wenn alle über Level 30 sind. Den muss ich, glaube ich, mitnehmen, oder? Ah, der hat mich nicht gesehen. Sagte ich, fahr langsam auf ihn zu, weil ich überlegen wollte, ob ich ihn vielleicht bekämpfe. Renn dann rein. Egal, beim Laufball in der Hand. Habe ich schon frohes Neues gesagt? Bin mir nicht sicher. Kennt ihr das, man wünscht einem immer so Gesundheit und so? Das erste, was ich im neuen Jahr hatte? Nasebluten. Nicht richtig, aber ich hatte schon irgendwie ein bisschen Nasenbluten und dachte so, hä, was soll das? So viel zum Thema, das bringt was zu sagen, Gesundheit. Wenn man einfach mit Nasenbluten startet. Stolzstoß. Urteil ist ganz meinerseits. Wieso? Immer wenn ich rede und zunge gleichzeitig, muss ich gehen. Das ist so komisch. Den Körper daran gewöhnt. Oder wenn ich aufnehme. Ist schon suspekt. Na endlich! Ne, 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 ne. Ja, ist okay. Guten Tag. Das ist wieder Rose. Es tut mir außerordentlich leid. Aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie eine Privatsphäre und gewähren Sie ihm ein wenig Ruhe. Ja, schön, dann auf Wiedersehen. Bis dann hoffentlich. Hey, bleib doch noch ein bisschen. Ich gebe noch ein paar Autogramme. Wenn Sie noch mal Liga-Karte haben. Ach, und weg sind Sie. Nehmen Sie mir die Fragen nicht übel, Olivia, aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh ja, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind, aber wenn Sie Ihren Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwann entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Betsy ist mein Name, Herr Präsident. Ah ja, Betsy, das wusste ich natürlich. Das hast du ganz schön gemacht, seit ich dir damals Pokémon gegeben habe. Wer aus den Favoriten ist die Serie Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die Empfehlung von Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs.
Ich sehe es als große Ehre an, dass Sie mir Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Werde Sie nicht enttäuschen, verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihren kostbaren Zeit berauben, entschuldigen zu mir. Guten Tag. Oh, wenn das nicht hier Alin ist, ich bin schon gespannt, wo du so drauf hast. Das hat den Dealer wohl gesehen, als er die Empfehlung geschrieben hat. Ey, mir kommt doch gerade wieder eine hervorragende Idee. Du wirst dich als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Ja, verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Fängt dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galle-Region. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Ordenladungen hast. Okay. Mach ich. Dann fahre ich doch direkt mal Richtung Orden. Beziehungsweise auf dem Restaurant. Da liegt was. Ich wollte mich nicht hinsetzen, ich wollte einfach nur das haben. Super Tränke. Kate, ich bin's. Hey Kate. Du bist Kate, die Arena-Challengerin, stimmt's? Nee, du bist eine Arena-Challengerin, stimmt's? Naja, schließlich bist du eine der Arena-Challenger, die Lilian ist, persönlich empfohlen hat. Du hast dich unter den Arena-Teilzer zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle kleinen Berühmtheiten. Wir wissen alle über dich Bescheid. Jeder Nachwuchs da, damit du auch über mich Bescheid weißt. Oh, danke. So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Ok. Nehmen wir doch direkt auch mal Elektronetz mit. Für alle Fälle. Rum. Hier gibt es ja noch einiges. Hier ist noch was. 5 Netzbälle, richtig nice. Könnt ihr natürlich angeln. Warte, natürlich, ich kann hier angeln, das ist eine Stadt. Wie nice ist das denn? Warte, welchen Angelspot nehme ich? Den hier. Ein Pokémon mehr was kriegen können. Komm her, Bruder. Natürlich Kamehabs. Was Kamehabs so von dem Schattenstoß hält. Ich hoffe, genug um gefangen zu werden. Kamehabs braucht dringend einen Trainer. Okay, es schutzschildet. Das ist schon ganz schön gemein. Aber nochmal Schattenstoß und dann. Ich würde jetzt schon mit einem Netzball drinnen bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht mögen Leute Kamehabs mit einem Netzball. Aber ich werde jetzt auch einen Netzball verwenden, weil ich finde das nett. Und wir nach unten. Und gefangen. Man kann nie genug Pokémon fangen. Vor allem, weil man die wegtauschen kann. Bilbo ist fast Level 33, das wird immer mehr. YouTube. Gleich. Ja. Nice. Was macht man mit Pokémon, die man gerade frisch gefangen hat? Verschicken. Das ist natürlich ein Schiff. Aber das ist natürlich ein Schiff. Aber das ist natürlich ein Schiff. Das ist ein Schiff.
Go, go, go. Lies dich Abtausch. Wir haben nicht ewig Zeit. Hey, die hat einfach aufgehört, sich zu drehen. Gemein. Oh, die wusste wahrscheinlich, dass der Tausch abgeschlossen ist. Dun, 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 dun. Na toll. Danke für nichts. Chinesisches Hut tut oder was? Sieht sehr chinesisch aus, das kann man ja kommen. Ah, mies. Also selbst, wir machen hier auch mit Spezies. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Weiterentwicklung von Dreepy kriege, aber die ich noch nicht vorher im Dex registriert habe, muss ich das auch behalten. Du machst die Challenge noch ein bisschen heftiger, schmäftiger. Hallo Arena-Challenger, möchtest du dich jetzt an unserer Arena-Mission versuchen? Ja. Auf in die Umkleide. Ich glaube nicht, dass wir hier viele Probleme haben werden. Wir sind die 419. Rein da. Arena-Leiterin wird wohl erst das nächste Folge geben, also Folge 7. Ich finde immer noch dumm, dass man das hier nicht ändern kann. Dieses Outfit mit einer Challenge. Aber das patchen die irgendwann rein. Obwohl das wahrscheinlich sehr aufwendig ist. So aufwendig kann sie gar nicht sein. Okay, pfeif mir noch mal ans Ohr. Nehmen auch keine Gefangenen, wir werden die einfach fertig machen. Wer Gnade zeigt, hat keine Gnade verdient. Vierfach Schwäche Pflanze. Sorry, Bruder, aber. Gigasauger ging raus. Woher mein Schalk war aber nicht symbolisch im Kampf gegen beide gegangen war. Mit ihrem Mini in den Augenbrauen. Dieses Wassergeräusch, super nervig. Das Rätsel ist ganz okay. Aber auch irgendwie super suspekt. Ich glaube auch, dass man viele von diesen Leuten hier skippen kann. Weil die drehen sich ja auch. Und wie schnell ich durch die Arena komme. Also ich mache auf jeden Fall noch die Arena Challenge. Dann mal schauen. Also Arena Leiterin wahrscheinlich erst morgen. Also es ist übermorgen in dem Fall. Und Krebskorb im Wasserball gefangen. Auch sehr interessant. Was sieht man mit Saugen? Eldegoss. Ja, Claudia, umgelaufen. Ja, dann rot. Kann ich hier so ein Fahrrad fahren? Nee, schade. Jetzt müssen wir blau ausmachen. Erst rot, erst gelb. Erst gelb, dann rot, dann blau. Frederike. Den Rebenreit. Du bist erstmal Gigasauger.
Ja, also die Arena wird sehr, sehr einfach. Da müssen wir nicht mal Gigamaxen. Ich verbrauche meine ganzen Sauger, bis wir da sind, aber. Ja, nur zwei Pokémon oder drei. Jedenfalls nichts, wovor man Angst haben sollte. Weil ich am Ende 3 Gigasauger noch habe, sind wir safe durch. Ein 70 Base Power, 100, ne, 70, 35, 100, 105. Dab hab ich auch noch. 105 und dann doppelt, 210. Das ist schon heftig. Base Power. Nee, ausgerechnete Power. Kann man schon mal Angst kriegen. In der Demo bei der Gamescom konnte man sich vorne heilen. Das kann man hier nicht mehr. Super frech. Ding Dong. Und damit, wie sie gerade gewinkt hat, was das für heute? Oder machen wir die noch? Ah, oder hau ich die noch dran? Man weiß nie, wie lange das dauert. Schwierig. Nein, das wird ein schöner Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Da werden wir viel erleben. Ich speichere hier nochmal. Das war falsch. Wollte speichern und nicht ins Menü zurück. Und damit herzlichen Glückwunsch. Gute Nacht. Frohes Neues. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss mal.